Das ist die Opernsängerin Marina Spielmann. Und ihr Kleid ist ein Entwurf der Schülerinnen und Schüler der 2B einer Wiener Schule. Zusammen mit dem Modedesigner La Hong haben die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf gelassen, um das perfekte Kleid für ihren gemeinsamen Auftritt beim großen Monsterfreunde-Konzert zu entwerfen. Und jetzt ist es soweit. Die 2B hat ihren großen Auftritt in der Marx-Halle in Wien. Gemeinsam mit vielen anderen Schülern werden sie mit Marina auftreten und zum ersten Mal das fertige Monsterfreunde-Kleid sehen. Tobias und Sandrina platzen fast vor Neugier. Sie wollen schon einmal einen Blick auf das Kleid erhaschen. Wo könnte das Kleid versteckt sein? Vielleicht hier? Plötzlich treffen die beiden einen Bekannten. Hallo! Hey, was macht ihr hier? Wo ist das Kleid? Das soll überraschend sein. Wollt ihr sehen, oder wie? Ja! War schwierig, das Kleid fertig zu nehmen. Hab nächtelang durchgemacht. Jeder von euch hat so viele Ideen gehabt. Und aus diesen vielen, vielen Ideen soll ich ein Kleid machen. Das ist Wahnsinn. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, okay? Tschüss! Jetzt aber schnell zurück zu den anderen. Kurz vor dem Auftritt ist die Aufregung groß. Auf was freut ihr euch denn am meisten? Auf das Kleid. Auf das Singen. Auf das Kleid. Das klingt ja monstermäßig gut, aber wo ist nur Marina mit dem Kleid? Da ist sie. Das Kleid sieht ja umwerfend aus. Da hat die 2B mit La Hong wirklich Monsterarbeit geleistet. Na, ist das Kleid so geworden, wie ihr euch es vorgestellt habt? Oder hat La Hong noch etwas geändert? Ein kleines bisschen vielleicht. Ich glaube, ein Monsterfreund glitzert. Und wie gefällt euch das fertige Kleid? Schön. Sehr schön. Sehr super. Da könnt ihr wirklich stolz auf euch sein.